Ich bin Ela Malici, ich bin im zweiten Lehrjahr als Fachmann Gesundheit. Mein Name ist Jeremy Frey, ich bin im dritten Lehrjahr als VG-Lernende. Hallo, ich bin Cassandra Galante, ich bin VG-Lernende im ersten Lehrjahr und ich zeige jetzt einen typischen Alltag. Komm doch mit. Im ersten Lehrjahr wird man eingeteilt von den Ausbildungsverantwortlichen. Da kann sein, dass man auf einer Akut für Leute mit einer demenziellen Entwicklung kommt. Im zweiten Lehrjahr ist man auf zwei Stationen. Kann sein, dass man auf einer Psychotherapiestation kommt. Im dritten Lehrjahr ist man vor allem auf der Akut oder in der Tagesklinik. Unsere Ausbildungsverantwortliche nimmt uns ernst und unterstützt uns, wo sie auch nur kann. Sie schaut auch dafür, dass wir eine faire Ausbildung da haben. Hier in der IPW sind unsere Aufgaben Medikamente richten, Blutentnahmen machen, vor allem auch im Kontakt mit Patienten sein, mit ihnen auf Spaziergänge gehen, aber auch administrative und logistische Aufgaben zu machen. In Psychiatrie mitnehmen musst du Interesse an den Lebensgeschichten der Patienten und der Patientinnen. Du musst kommunikationsfähig sein, belastbar und das Wichtigste ist, dass du Mut hast, dass wenn du ein Problem hast, dass du auf deine Ausbildungsverantwortlichen oder auf deine Berufsbildner zugehst und dir Hilfe holst. Das war ein typischer Alltag in der IPW. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch doch oder kommt schnuppern.